heute ist ja auch manchmal nicht so leicht hier in der Gesellschaft. Gerade in den letzten Jahren, die AfD erstarkt. Es gibt mehr Diskriminierung in dem Land. Wir hören immer wieder von Fällen, eine Schwester wird aus dem Fitnessstudio geworfen, weil sie Kopftuch trägt, solche Dinge. Sie werden langsam Alltag. Und jetzt vergleicht das mal mit uns. Sind wir diejenigen, die lieber gute Nachrichten verbreiten? Oder verbreiten wir lieber schlechte Nachrichten? Schlimme Nachrichten, Skandale, Fälle von Diskriminierung. Ich gebe euch mal ein konkretes Beispiel. Stellt euch vor, eine Schwester mit Kopftuch, sie studiert Medizin. Und sie wird am Ende in einer Klinik angenommen, trotz, sag ich mal, ihres Kopftuchs, was ja keine Disqualifikation ist, aber sie ist erfolgreich. Sie wird später Oberärztin, sie verdient sehr viel Geld, hat eine angesehene Stellung. Hat sie erreicht mit ihrem Kopftuch. Eine zweite Schwester, sie wird angespuckt und verliert ihre Stellung. Was glaubt ihr, welche von diesen beiden Nachrichten verbreitet sich schneller im Internet? Die Schwester, die erfolgreich ist mit dem Kopftuch, oder die Schwester, die angespuckt wurde? Was meint ihr? Ich glaube, das Verhältnis ist 1 zu 100. Für jeden einen, der die Nachricht von der Schwester, die erfolgreich ist, teilt, findest du 100 andere, die einen Skandal verbreiten. Wir neigen viel mehr dazu, schlechte Nachrichten zu verbreiten, allen voran in schweren Zeiten. Allah macht das nicht im Koran. Er verbreitet eher gut, ja, die Zeiten sind hart. Die Zeiten sind hart, so nicht. Aber er verbreitet eher gute Nachrichten. Man tut den Menschen auch keinem Gefallen damit. Wisst ihr, aus der Zeit von Mekka, im Vergleich zu Medina gibt es sehr wenige Überlieferungen. Es wurde gar nicht so viel berichtet von der Zeit. Es gab in Mekka eine Zeit, wo die Muslime rausgeschmissen wurden aus Mekka und boykottiert. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit seinem Stamm und den Muslimen, die mussten raus aus der Stadt. Und 3 Jahre hat keiner mit denen geredet, Handel betrieben etc. 3 Jahre draußen vor Mekka, ohne dass die Leute sich um die gekümmert haben. Es war eine exorbitante, harte Zeit. Sehr hart. Die Leute hatten nichts. Da sind nicht Leute vorbeigekommen mit Kamelen zum Schlachten und so weiter. Sie mussten schauen, was sie essen. Blätter von einem Baum, 3 ganze Jahre. 3 Jahre. Die Zeit war übermäßig hart. Wisst ihr, wie viele Überlieferungen ihr aus dieser Zeit findet? Das sind eine kleine Handvoll in den Sira-Büchern. Fast nichts. 3 komplette Jahre, über die du fast so indirekt erfährst du das eine oder andere. Aber die Leute haben darüber nicht geredet. Ich habe mal mit einem Bruder, der hat eine lange Serie über die Sira gemacht, darüber geredet. Und er sagte, damals war es unbeliebt, schlechte Nachrichten zu verbreiten. Man hat über diese Zeit nicht geredet. Mehr oder weniger indirekt, wenn was Schlimmes war. Wenn du Leute motivieren willst, dann sollten wir wirklich einmal darüber nachdenken, was wir hier anmachen, was wir hier anstellen. Wir sind so schnell damit. Ganz ehrlich, wenn ich eine Tochter hätte, ich würde verstehen, wenn sie Angst hätte, mit einem Kopftuch auf die Straße zu gehen. Denn schlimme Geschichten von einer Schwester mit Kopftuch auf der Straße, das Netz ist voll damit. Was erwarten wir von unseren Leuten? Motivieren wir sie wirklich damit? Motivieren wir unsere Menschen damit? Ich habe vor ein paar Wochen einen sehr interessanten, ich habe den Film nicht gesehen, aber die Ankündigung davon. Und der Titel hat mich neugierig gemacht. Der Film hieß Jakob der Lügner. So hieß er. Jakob der Lügner? Das ist ein komischer Titel. Und da habe ich die erste Zeile gelesen und dachte ich, was, so einen Film zeigt man im deutschen Fernsehen. Jakob war tatsächlich ein Jude. Und Jakob der Lügner? Kann doch nicht sein. Und da habe ich mir die Beschreibung einmal durchgelesen. Es ging um einen Fall, es ist ein tatsächlicher Fall, es ist keine Erfindung. Jakob lebte 1944 in Warschau. Und Warschau war damals von den deutschen Truppen besetzt, es war noch Zweiter Weltkrieg. Und Warschau war so das Ghetto für die Juden. Sehr, sehr harte Zeit für die jüdische Bevölkerung damals. Sehr, sehr schlimm. Und dieser Jakob hat beobachtet, dass je schlimmer und härter die Zeiten wurden, desto mehr haben die Menschen die Hoffnung verloren. Die haben irgendwann nicht mehr geheiratet, weil sie keinen Sinn darin gesehen haben, eine Familie zu gründen. Die Selbstmordrate, trotz einer gläubigen jüdischen Bevölkerung, die Selbstmordrate ist sprunghaft gestiegen. Die Leute haben keinen Ausweg gesehen. Wisst ihr, was der Jakob gemacht hat? Der hat gute Nachrichten erfunden. Spinnerei, aber um den Leuten Hoffnung zu machen. Passt mal auf, macht doch keine Sorgen. Die Rote Armee ist schon vor den Toren. Bald sind wir befreit. Die sind schon auf dem Vormarsch, nur noch ein paar Kilometer. Ein kleines Gefecht noch da. Und so hat er wochenlang nur Nachrichten erfunden. Der hat denen gesagt, ich habe ein heimliches Radio irgendwo und ich kann deswegen die SS-Nachrichten abhören. Und so einen Film hat er daraus gemacht und nur Unsinn erfunden. Gute Nachrichten. Warum hat er das gemacht? Um den Menschen Hoffnung zu machen. Und das ist auch passiert. Jakob mit seinen spinnerten Geschichten hat dafür gesorgt, dass die Menschen wieder angefangen haben, Familien zu gründen. Die Selbstmordraten sind zurückgegangen, weil sie Hoffnung gesehen haben. Jetzt will ich das nicht moralisch rechtfertigen. Ich will nicht sagen, Lügen darf man so für einen guten Zweck, darum geht es mir gar nicht. Es geht mir darum, wenn du etwas verbreitest,
verbreite lieber gute Nachrichten. Das ist das, was Allah immer wieder im Koran macht. سبحان الله بكرة وأصيلا.